Harald Krasnetzer war kürzlich per Bahn unterwegs. Das machen Sie auch gelegentlich. Er hat eine wunderbare Strecke gewählt, nämlich etwas weiter von Peking nach Moskau. Ich habe gelesen, man braucht 6 Tage für diese Strecke. Wenn man sie durchfährt und sozusagen eine gute Bandscheibe hat, dann schafft man es in 6 Tagen. Wenn man vernünftig ist, macht man es in 16 Tagen. Also Sie haben es in 16 Tagen gemacht. Ich habe es in 16 Tagen gemacht. Dann sieht man auch ein bisschen was. In 6 Tagen sitzt man wirklich nur im Zug und hat eine wirklich sehr, sehr harte Strecke, weil die Gleise ein bisschen rütteln und man also kaum zum Schlafen kommt. Von Asien, der weit entfernte Blick nach Europa, Peking, also China, Moskau, Russland, 2 riesengroße Länder. Wie ist Ihr Blick auf die Heimat gefallen? Sind Sie ein besserer Europäer geworden? Ich glaube, der war ich vorher schon ein leidenschaftlicher, sagen wir mal so. Ob besser, das weiß ich nicht, aber leidenschaftlich auf jeden Fall. Aber was mich wirklich fasziniert hat, war, dass ich in beiden Ländern mit vielen Vorurteilen aufräumen konnte und einfach auch neue Blickwinkel sich mir ergeben hat. Und ich wirklich überrascht war, an jeder Ecke etwas zu sehen, was ich mir nicht erwartet habe. Also, nämlich? Ja, Peking hat so begonnen, dass wir um 4.40 Uhr in der Früh gelandet sind und wir 2 Stunden später gegen 8 in einem Geschäft gelandet sind, wo wir uns 2 alte chinesische Waffenräder gekauft haben. Also ich war mit einem Freund unterwegs und dann 4 Tage mit den Rädern in der Zeit, wo wir halt dort den Aufenthalt hatten, 4 Tage mit den Rädern durch Peking gefahren sind. Und wir als erster Mal völlig überrascht festgestellt haben, klar, diese Stadt leidet unter einem extremen Smog. Das haben wir dann auch jeden Abend kräftigst gespürt, weil wir wirklich angefangen haben zu husten. Das ist auch etwas, was mir immer noch ein bisschen nachhängt. Und das andere, was uns aber fasziniert hat, dass die Elektromobilität zumindest dort insofern extrem vorangeschritten ist, dass du in Gesamt-Peking nicht ein einziges Moped findest, das nicht mit einem Elektromotor läuft. Ja. Mhm. Das hat uns schon mal total fasziniert, weil wir gedacht haben, oder wenn es lauter stinkende Kisten herumfahren, dem war aber nicht so. Und das Zweite, was mich fasziniert hat, dass ich dort so viele junge Menschen gesehen und wahrgenommen habe, die aber alle ein so unglaubliches Selbstbewusstsein und so einen ganz eigenen Stil hatten, wie ich sie wahrscheinlich das letzte Mal irgendwo in London oder in New York gesehen habe. Also so ein ganz, ganz tolles Selbstverständnis. Und diese ganze Stadt brummt von einer unglaublichen Aktivität und Kraft und auch vieles, was sonst total fremd ist, aber dann auch wieder sehr nahe ist und sehr spannend ist. Was mich sehr beeindruckt hat, war zum Beispiel ein Spielplatz für alte Leute, der mitten in einem der großen Parks im Zentrum von Peking aufgestellt ist, wo ältere Herrschaften tagtäglich ihre Übungen machen und quasi ihre Gelenke massieren und aber auch dehnen. Und dort 70, 80-jährige Menschen waren, die im Vollspagat plötzlich vor uns standen, kurz aufgeschaut haben und genickt haben und wir das nicht begreifen konnten. Wir haben es zwar versucht, aber ich bin gerade mal so bis zu einer halben Höhe gekommen und dort Turnübungen aufgeführt haben im hohen Alter, das mich sehr beeindruckt hat und ich mir vorgenommen habe, das muss ich unbedingt versuchen, auch hier. Spielplätze für alte Menschen, das fand ich eine so geniale Idee, weil man dort wirklich viel machen kann. Aber was mich am meisten beeindruckt hat, waren die Gespräche mit unserem Reiseführer, der uns sehr einem jungen Chinesen, der Japanologie und Germanistik studiert hat und der uns sehr viel von dieser Denkweise nahegebracht hat und uns auch viele dieser Problematiken ein bisschen anders erklärt hat, die in China gerade herrschen und die, mit denen sie gerade kämpfen. Und das Spannendste für mich war festzustellen, dass dort nach wie vor ein sehr großes Spannungsfeld in Traditionen herrscht. Also zum einen gibt es nach wie vor sozusagen an jedem Eck die Bewunderung der großen alten chinesischen Kultur. Das ist etwas, was man auch sehr imposant wahrnimmt und die ist auch wirklich riesig. Das war für mich
Also das Durchqueren der verbotenen Stadt war eines der eindrucksvollsten Erlebnisse, die ich jemals gehabt habe, weil dort aufgrund der Bauweise plötzlich alles nach ganz strengen Feng Shui-Regeln plötzlich eine Kraft spürbar war, die war schon enorm und auch gezeigt hat, was dieses Reich schon hinter sich hat an Kultur. Und zum Teil lang, bevor wir hier quasi in dieser Form tätig waren. Und das andere war, dass du an jeder Ecke immer noch quasi diesen Geist Maos spürst, nämlich auch in den künstlerischen Zentrum. Es gibt so etwas, ich kann gar nicht sagen, ob das am Rand der Stadt war, aber wir sind auf jeden Fall lang hingefahren, einen Art District, der heißt 798, glaube ich, oder 89, das weiß ich nicht mehr genau, wo halt ein sehr großes Industrie, ein ehemaliges Industriegebiet nur Künstlern zur Verfügung gestellt waren. Und in jeder Galerie, in der wir drin waren, war letztendlich spürbar, dass da immer noch so mit einem Geist Maos oder mit so einem Mythos dieses Mannes gehandhabt wird. Das ist immer noch etwas, was da sehr stark. Und zwischen diesen beiden Polen, zwischen den ganz traditionellen Formen der Kultur und auch den Gepflogenheiten, also bestimmte Bauelemente, Zahlenelemente und alles, was aus dem Konfuzianismus kommt, mit zu berücksichtigen. Und auf der anderen Seite diese maoistische Seite, die ja auch nicht mehr stimmt, weil ja diese chinesische Partei ja nicht mehr wirklich als Kommunisten zu bezeichnen sind, außer dass sie totalitär sind, aber ja auch schon eine neue Form der Marktwirtschaft eingegangen sind und da neue Wege gehen, also eine Öffnung praktizieren. Diese beiden Pole ist ein Spannungsfeld, das mich total fasziniert hat. Und dieser junge Mann hat uns halt sehr professionell da durchgeführt und überall hat uns erklärt, dass die Chinesen quasi auch Opfergaben geben, wo immer sie können. Und diese Opfergaben haben in der Regel mit zwei Wünschen zu tun. Der eine Wunsch ist Reichtum und der andere Wunsch ist langes Leben. Und irgendwann dachte ich mir, das ist aber komisch, wenn jeden Tag, wenn du hörst, dass nur Reichtum und langes Leben, dann fragte ich ihn, ob das jetzt sozusagen die einzigen spirituellen Ziele sind, die die chinesische Gesellschaft noch hat, Reichtum und langes Leben. Oder ob es dann noch andere Wertigkeiten gibt. Ja. Und er meinte, nein, das sei also quasi aus seiner Sicht das, was die Chinesen am meisten bewegt. Reichtum und langes Leben. Das heißt natürlich, wenn man sich das noch ein bisschen genauer durchdenkt, dass viele Menschen, nämlich genau genommen, glaube ich, 1,3 oder knapp 1,4 Milliarden, plötzlich nach etwas streben und sagen, wir wollen auch reich werden. Wir wollen auch sozusagen lang leben und sehr reich werden. Und plötzlich partikularisiert sich eine Gesellschaft. Und plötzlich driftet etwas, was vorher noch in anderen Umständen in einer Gemeinschaft war, komplett auseinander. Und das habe ich dann wiedergefunden in einem Zitat von einem chinesischen Bildungsminister, der mal gesagt hat, okay, wir haben jetzt im Jahr ca. 20.000 bis 30.000 Elite-Studenten, die aus unseren Universitäten abgehen, die alle ganz toll gebaut sind, wunderbar ausgestattet sind. Aber diese Studenten arbeiten erst oder werden erstmalig nicht mehr nur an die chinesische Gesellschaft denken, sondern in erster Linie mit ihrem Bildungsstandard daran arbeiten, wie es ihnen selbst am besten geht. Das heißt, auch da eine Partikularisierung von eine Elitenbildung, die im Grunde genommen dann in erster Linie das eigene Interesse, also ultilateralistische Interessen hat. Und das fand ich schon sehr, sehr spannend, weil das ja nun auch ein Prozess ist, den wir in Europa in bestimmten Bereichen aber doch anders gestaltet haben. Und da habe ich dann schon sehr wieder an unseren guten alten Kontinent zurückgedacht, weil wir, und das war auch immer wieder zu beobachten, dass der Blick nach Europa aus der chinesischen Seite, wo immer man mit Chinesen in Berührung kam und sagte, man kommt aus Europa, war ein großes Staunen und eine große Begeisterung. Und ich glaube, wir nehmen oft gar nicht so wahr aus europäischer Sicht, wie sehr wir in der Welt oft um unser System beneidet werden. Ja? Also um das, was wir haben. Sie sich eigentlich als Österreicher oder als Europäer ausgegeben? Das war relativ einfach, weil wenn wir gesagt haben Austria, haben sie uns mit Australien verwechselt und Europa war dann der Zusatz, der uns die Möglichkeit gegeben hat, identitätsstiftend zu wirken. Hat sich Ihr Blick auf die europäische Identität dadurch verändert, durch diese Reise? Oder ist konkreter geworden? Nein, er hat sich insofern geschärft, weil ich
weil mir klar wurde, dass was wir hier dann oft so an Ängsten gegenüber diesen großen Gesellschaften haben, diesen neuen Global Players, diesen neuen Marktführern, wie sie dann auch immer genannt werden, die quasi den Markt in Zukunft bestimmen werden, dass wir, glaube ich, nicht immer so große Angst haben müssen und dass wir uns auch nicht immer so große Angst machen lassen müssen, denn was auch feststellbar war, sie haben riesige Probleme. Also die werden nicht 1,3 Milliarden Menschen von heute auf morgen in den Wohlstand versetzen, wie wir ihn kennen. Sie haben große Probleme, was den Umweltschutz betrifft. Sie haben zu einem sehr, sehr großen Teil die Flüsse verschmutzt, kontaminiert. Das kommt also, und das ist auch aus dieser Quelle von dem jungen Reiseführer, der uns gesagt hat, es kommt im Jahr bis zu 30, 40 Mal zu mittleren und größeren Aufständen in den Provinzen, die wir hier gar nicht wahrnehmen, weil die Leute mit diesen Bedingungen der Umweltverschmutzung oder auch in vielen anderen Bereichen mit Arbeitsbedingungen nicht mehr einverstanden sind und sagen, nein, wir lassen uns nicht mehr wie Lohnsklaven durchs Land schicken als Wanderarbeiter, wir wollen jetzt endlich quasi an diesem Wohlstand partizipieren. Und das ist, glaube ich, eins der ganz großen Herausforderungen, die haben. Das ist aber auf der anderen Seite, und da musste ich wieder an Europa denken, auch einer der ganz großen Chancen, die wir haben. Ja, und da fiel mir dann ein, dass Sigmar Gabriel erst vor ein paar Monaten nach China gefahren ist und für Deutschland einen Auftrag in 10 Milliarden Euro nach Hause geholt hat, was Umwelttechnologien betrifft. Ja. Und dann sieht man natürlich, dass da etwas vorhanden ist, wo wir sagen, wir hätten diese Chance, genau in diesem Bereich vieles zu tun. Aber da werden wir ja dann im Verlauf des Gesprächs noch dazukommen. Lassen Sie mich fragen, was ist für Sie persönlich Europa? Ich glaube, da steht das Zitat. Für mich ist das eine unglaublich spannende und wahrscheinlich wirklich weltweit die spannendste Form, politische Form, die Menschen miteinander gefunden haben, um erstens ein Friedensprojekt aufzustellen, also über einen langen Zeitraum ohne Krieg auszukommen. Zweitens in dieser Form auch wirtschaftliche Prosperität zu schaffen, also Wohlstand zu schaffen, Bildung zu schaffen, soziale Standards zu schaffen, Konsumentenschutzstandards zu schaffen. Und das ist der eine Punkt. Dann gibt es aber natürlich auch eine Kehrseite. Und die Kehrseite, das ist das, was wir wahrscheinlich oder sagen wir mal viele von uns gerade empfinden, dass das, was wir da über ein halbes Jahrhundert uns errungen haben, erkämpft haben, aus diesen großen Tragödien des letzten Jahrhunderts, dass das gerade unglaublich zu wackeln anfängt und man eine sehr große Skepsis entwickelt, weil man das Gefühl vermittelt bekommt, beziehungsweise es tatsächlich hat, dass man an diesem Prozess nicht mehr teilnimmt, dass dieser Prozess nicht wirklich demokratisch ist und dass er abgeschottet ist. Nicht mehr daran teilnimmt, warum? An was fehlt es? Ich glaube, dass wir, und das sehen wir ja nicht nur auf nationaler Ebene, was die Wahlbeteiligung betrifft, sondern wann immer wir Europawahlen haben, sehen wir ja an den Wahlbeteiligten, wie hoch das Interesse tatsächlich der Menschen an einer politischen Partizipation ist, also an einer Beteiligung ist und wie sie wählen gehen. Ja. Menschen haben einfach, ich habe natürlich wählen, ja, weil ich dieses Recht auch aus meinem Bewusstsein heraus, das haben ja Leute mal erkämpft, ja, dass man sagt, da haben Leute hart gearbeitet, dass es dieses Recht zu wählen gibt, also tue ich es auch. Aber trotzdem habe ich oft, wenn ich aus der Wahlzelle rauskomme, das Gefühl, okay, jetzt habe ich hier irgendwo mein Kreuzerl gemacht, aber ich kriege ja eh nicht das, was ich gewählt habe oder was ich mir erwünscht habe. Also ich nehme an diesem Prozess im Grunde genommen nicht mehr teil, weil nach dieser Wahl im Grunde genommen etwas gemacht wird, woran ich nicht mehr teilnehmen kann und wo ich auch keinen Einfluss mehr habe und wo mir dann über eine Legislaturperiode hinweg irgendwelche Sachzwänge, Notwendigkeiten oder Tinas, there is no alternative, wie die Frau Thatcher zu sagen pflegte, vorgesetzt werden, die ich zur Kenntnis nehmen muss und wo ich dann merke, ich habe überhaupt keinen Gestaltungseinfluss. Deswegen glaube ich sehr stark, dass wenn dieses Europa denn in irgendeiner Form weitergehen wird, und das wird es, ist es vor allen Dingen wichtig, dass wir zu
demokratischen Systemen kommen, wo wir Bürgerbeteiligungen zulassen, wo Menschen nicht nur im regionalen, sondern auch vielleicht im überregionalen. Ich bin ich freue mich wirklich sehr und bin sehr gespannt, wann es in Europa die erste Volksabstimmung geben wird. Ja, und es gibt ja nun ein Projekt, wo das durchaus als Instrument gefragt wäre, das ist TTIP. Ja. Ich fände es mehr als legitim, wenn TTIP schon sozusagen hinter verschlossenen Türen verhandelt wird, dass man mit diesen Verhandlungsergebnissen am Ende dieser Verhandlungen an die Europäer herantritt und sagt, schaut her, das ist das, was wir jetzt besprochen haben, so sieht die Lage aus, das umfasst es, um das geht es, das sind die Vorteile, das sind die Nachteile und jetzt stimmen wir darüber ab. Ja? Das wäre ein Prozess, den ich sehr begrüßen würde und fände ich unglaublich toll und spannend. Wenn man nach Europa fragt, wo ist Europa? Ist Europa in Brüssel? Wo ist für Sie Europa? Für mich beginnt Europa nicht zwingend in Brüssel. Also, und ich finde, das ist so einer dieser Probleme, die wir haben. Wir machen Brüssel sehr oft, finde ich, zu einer Art Feindbild und sehen aber nicht, dass es eigentlich hier bereits stattfindet. Mhm. Ja. Es gibt für mich ja immer so ein Klassiker. Wir erleben, dass unsere Regierungschefs zu Kommissionssitzungen fahren und dort über etwas abstimmen. Und dann kommen sie zurück und schimpfen ganz fürchterlich über das, was da ein Ergebnis ist und sagen, na, die in Brüssel haben wieder entschieden. Aber ich erlebe selten, dass wir sie hier fragen, wie hast du denn abgestimmt? Wofür hast du deine Stimme gegeben? Hast du dafür oder hast du dagegen gestimmt? Mhm. Und in der Regel stehen sie nicht im Legitimationszwang, was sie gestimmt haben. Dort wäre es ja interessant, ja? Weil das wären ja quasi unsere Vertreter. Und das finde ich sehr spannend. Dann hat man zunächst einmal ein Feindbild. Ja? Und kann das dann, Feindbild, sind das die anderen Europäer? Zum Teil machen wir uns das auch so. Ja? Und dort kommen wir ja genau in diese Schiene hinein, wo ich ehrlich gesagt auch ein bisschen unangenehmes Gefühl bekomme, weil wir wieder am Beginn eines Jahrhunderts sind und wieder feststellen, wir befinden uns, und ich sage das jetzt mal so aus meinem Bauch heraus, wir befinden uns im Grunde genommen in einer gewissen Form einer Sinnkrise in Europa. Ja? Mhm. Wir blicken auf eine sehr lange, also rund 2500-jährige Geschichte zurück, die zwar durch viele Konflikte und auch kriegerische Konflikte immer wieder gestaltet wurde, aber wir haben immer wieder Lösungsansätze gefunden und es war immer ein innovatives, es hat immer den nächsten Schritt gegeben. Es ist immer etwas passiert in Europa, wo es weitergegangen ist. Und erstmalig hat man den Eindruck, man kriegt jetzt nur noch vermittelt, es ist zu Ende. Wir haben keinen überschaubaren Zeitraum mehr. Also der streckt sich vielleicht gerade mal noch über eine Legislaturperiode, weil das, was gerade passiert, wir alle nicht mehr in der Hand haben. Wir sind in einem gewissen Sinn ratlos. Wir wissen nicht, kommt jetzt nächstes Jahr die Rezession, kommt sie nicht? Wird die Konjunktur wieder angekurbelt, kommt oder nicht? Ja? Wird die Arbeitslosigkeit steigen oder nicht? Werden die Ressourcen noch reichen, ob das jetzt die fossilen Brennstoffe sind oder nicht? Wird die Klimakatastrophe doch schlagend oder nicht? Ja? Wir haben keine Antworten. Wir stehen wie so ein gelähmtes Kaninchen vor diesen Fragen. Ja? Und umso erstaunlicher ist es festzustellen, dass daraus als erster Reflex der kommt, dass man sagt, wenn das Europa nicht entscheiden kann oder nicht entscheidet und unter Umständen sogar dann zum Feindbild dafür gemacht wird, weil man dann sagt, die sind schuld, dass das überhaupt so weit gekommen ist, dann ist der erste Reflex zu sagen, na dann ziehen wir uns wieder zurück. Mhm. Dann holen wir uns doch unsere alte Währung wieder. Dann machen wir das wieder, Österreich zuerst oder die Grenzen wieder dicht. Machen wir die Grenzen wieder dicht und schauen. Und das ist so diese unglaubliche Krux, die so von Dummheit geprägt ist, meiner Meinung nach, weil diese Probleme, die ich da gerade benannt habe, alles was also sozusagen mit Klimawandel, mit Ressourcenproblematiken und betrifft, ja, oder auch Welthandel und all die Dinge, das sind globale Probleme. Die haben nicht nur wir, die haben die in Brasilien genauso und genauso in Alaska und genauso in China. Und insofern werden wir sie aus österreichischer Sicht mit Sicherheit nicht alleine lösen, sondern wir können sie nur aus europäischer Sicht gestalten. Und dort wird es meiner Meinung nach wieder interessant, weil dort besteht dann natürlich die Möglichkeit, unter Umständen in diesem Verbund von dem, was unsere Kraft war, nämlich rational zu denken,
sozial zu denken, solidarisch zu denken, innovativ zu denken. Das waren immer die Kräfte, die wir haben. Würden wir die bündeln, dann ergibt sich daraus ein Bild, wo ich sehr wohl eine sehr blühende Zukunft für dieses Europa sehe, weil das würde bedeuten, wir würden uns wirklich auf die Sachen konzentrieren, auf die es in diesem Jahrhundert im Wesentlichen ankommt. Und dann gibt es einen nächsten Punkt, der mich in dem Zusammenhang interessieren würde, der wäre, dass wie wir, ich schaue jetzt mal so in die Runde, zu einem sehr großen Teil sitzen hier Menschen, die, nicht alle sehe ich, die eine gewisse Determination aus dem letzten Jahrhundert haben, was die beiden großen Ereignisse betrifft. Also diese menschlichen Katastrophen, Erster und Zweiter Weltkrieg. Diesen Wahnsinn, der da passiert ist. Dann haben wir uns entschieden, sozusagen mit einem wirtschaftlichen Tool ein Friedensprojekt zu starten. Mhm. Das ist uns auch gelungen und hervorragend gelungen, wie ich finde. Und jetzt fängt das an zu bröckeln. Was wir aber völlig vergessen... Entschuldigung, was bröckelt? Na, es bröckelt sozusagen dieses wirtschaftliche System zum einen. Ja. Das Wirtschaft... Und es stottert. Ökonomie nicht alles ist. Ökonomie ist nicht alles. Mhm. Es gibt sozusagen etwas, was uns links und rechts noch interessiert, im weitesten Sinne, und jetzt sage ich wieder dieses für mich, vielleicht mutet man mir das nicht zu, aber oder glaubt nicht, dass das so ist, aber dieser Begriff der Spiritualität oder des Geistes oder etwas, was sozusagen jenseits der ökonomischen Parameter ist. Es ist zum Beispiel Kultur oder eben auch viele andere Bereiche. Das fehlt uns, das haben wir auf dieser Schiene liegen gelassen, auf diesem Gleis liegen gelassen. Wir haben den Zug unglaublich schnell vorangetrieben, aber den Waggon haben wir stehen gelassen. Insofern würde ich dann gerne noch was zu diesem Kulturprojekt Europa, also europäisches Kulturprojekt sagen vielleicht. Aber was ich damit meine ist, wir haben, unser Bild ist geprägt noch von diesen beiden Ereignissen. Wir wissen, wir wollen das nie wieder haben. Aber fragen Sie einen 16-Jährigen, fragen Sie einen 15-Jährigen, einen 14-Jährigen, was die noch damit am Hut haben. Gar nichts. Die werden wir damit nicht mehr erreichen, weil sie sozusagen die Unmittelbarkeit dieser Ereignisse gar nicht mehr haben. Die sagen, okay, das war irgendwas im letzten Jahrhundert, hat es einen Krieg gegeben und da sind viele Menschen irgendwo in Konzentrationslager. Das berührt sie aber noch, vielleicht noch, aber sie haben den Prozess nicht mehr intus, weil für die das freie Reisen durch Europa, das freie Bewegen, alles, was wir uns erkämpft haben, ja, oder erarbeitet haben, um das mal so zu sagen, für die ist das selbstverständlich. Die tragen also, die Welt eigentlich in der Hosentasche. Die tragen die Welt in der Hosentasche und das geht relativ einfach. Das will ich Ihnen nicht zum Vorwurf machen. Ich glaube nur einfach, die haben bereits einen komplett anderen Blick auf Europa. Und wenn wir dieses Europa weitertreiben wollen, dann glaube ich, ist es hoch an der Zeit, dass wir mit denen, die jetzt das Erbe in dieses 21. Jahrhundert tragen, weil das werden diejenigen sein, die dieses 21. Jahrhundert im Wesentlichen erleben und auch im Wesentlichen gestalten werden, dass wir mit denen einen massiven Dialog beginnen. Was sind deren Wünsche? Was sind deren Sehnsüchte? Was wollen die von Europa? Wie sieht ihr Europa aus? Und das ist mit Sicherheit nicht mehr das Europa, das wir erarbeitet haben oder erkämpft haben oder das wir in dieser Struktur kennen, sondern das sieht vielleicht ganz anders aus. Welches Europa, glauben Sie, ist das, das in deren Köpfen heranwächst? Vielleicht ein viel freieres, vielleicht ein wirklich transnationales, wie der Robert Menasse immer sagt. Vielleicht wirklich eins, wo es nicht mehr darauf ankommt, wo du herkommst, aus welcher Gesellschaft du kommst, ja, und ich sage jetzt bewusst Gesellschaft und nicht Nation, sondern was du zu einer Gesellschaft beitragen kannst, dass das der entscheidende Faktor ist. Dass es nicht wichtig ist, ob du aus Albanien kommst und sozusagen einen albanischen Rucksack tragst. Das ist nicht wesentlich. Also es wird auch nicht wesentlich sein, ob du einen serbischen Rucksack tragst. Ja. Irgendwann wird der Punkt da sein, wo die beiden ein Projekt machen und wo die einen Beitrag zu einer europäischen Gesellschaft. Und ich glaube, dass die Jungen diesbezüglich da wesentlich weiter sind, weil sie eben nicht diesen Prozess durchlaufen mussten, diesen mitunter schmerzhaften, den wir gemacht haben, der Aufarbeitung, der sozusagen der Verarbeitung, der Traumaverarbeitung, das haben die nicht mehr. Damit sind die nicht belastet und dadurch, glaube ich, sind die freier. Aber ich glaube, man muss ihnen die Möglichkeit geben, dass sie jetzt, wenn sie denn dieses Erbe antreten sollen, und das müssen sie zwangsläufig, ja, dann sollten wir ihnen aber auch die Möglichkeit geben,
sie mal zu fragen, A, wollen sie es überhaupt antreten? Und B, wie würden sie es gestalten? Weil wer von uns würde schon gerne ein Haus übernehmen, wo er weiß, er wird den Rest seines Lebens dieses Haus erst einmal renovieren müssen. Ja? Und viele dieser jungen Menschen aus dieser Generation sagen ja jetzt bereits einen ganz merkwürdigen Begriff, naja, wir werden die Aufräumer sein. Und die Aufräumer, das ist etwas, das verunsichert mich ein bisschen, weil das ist so ein Begriff, der so eine Doppeldeutigkeit hat. Ja. Es hat ja im letzten Jahrhundert auch plötzlich Aufräumer gegeben, die in einem gewissen Sinne versucht haben, etwas aufzuräumen. Ja. Und wir wissen, wie das geendet hat. Man kann es aber auch positiv sehen, dass die vielleicht über dieses Aufräumen etwas anders gestalten. Und ich bin sozusagen relativ positiv gestimmt dahingehend, dass ich das Gefühl habe, die sind eher gestaltungswillig. Die haben hoffentlich, wenn sie die Gelegenheit haben, einen größeren Gestaltungswillen. Und man sieht das ja in vielen zivilgesellschaftlichen Aktivitäten, dass die andere Wege gehen und auch andere Diskussionen führen. Und zu dieser Diskussion gehört auch, dass wir natürlich über Wachstum reden müssen. Wir werden über viele dieser Bereiche anders diskutieren müssen. Können wir das ein bisschen konkret machen? Mhm. Also wenn wir uns sozusagen ganz konkret einen jungen Menschen in Wien oder irgendwo in Österreich vorstellen, mhm, wie der das Europa der Zukunft erleben kann und erleben darf, beziehungsweise wie er das gestalten kann, wie könnte das oder wie soll das konkret aussehen? Gehen wir doch mal von dem Punkt aus vielleicht, wie erlebt das gerade? Mhm. Und ich glaube, dass er es gar nicht erlebt. Dass Europa für ihn keine Relevanz hat, weil er für Europa keine Bilder hat. Er bewegt sich in einem, also in einem offenen Raum. Er kann frei reisen, er hat freie Wahl, er kann freie Bildung, das hat er alles zur Verfügung. Wenn er die finanziellen Möglichkeiten hat. Mhm. Wenn er sie nicht hat, dann wird es schon haariger, ja? Weil dann wird er irgendwann mal drüber nachdenken, warum bekomme ich diese Chancen nicht, die man mir versprochen hat. Und wir sind erstmalig an der Situation, dass wir wahrscheinlich die Versprechen, die wir geben, dass wir sagen, selbst wenn du die beste Ausbildung hast, wirst du in einen Job gehen, wo du sozusagen eine prosperierende, tolle Zukunft hast. Ja? Dieses Versprechen, glaube ich, weiß ich nicht, ob wir das wirklich halten können, ob das tatsächlich für diese Generation noch erfüllbar ist. Und insofern wird sich der natürlich auch Gedanken machen, was hilft mir das, wenn ich jetzt eine tolle Ausbildung habe und das alles fein ist, wenn ich dann eh nicht teilnehmen kann. Mhm. Und dazu gibt es so eine nette Geschichte, die ich mal mit einem Freund von der Arbeiterkammer aus Vorarlberg, die er mir erzählt hat. Er hat mir erzählt, sein Vater war Arbeiter und der hat für seine Familie ein Haus gebaut und hat drei Kinder und hat jedem dieser Kinder für seinen Start ins Leben einen Baugrund mitgeben können. Und jetzt sagen Sie mir, jetzt einen Arbeiter oder auch jemand im Mittelstand oder vielleicht auch im mittleren Management, der das noch schafft, seinen drei Kindern einen Baugrund mitzunehmen und einen eigenen Wohnraum zu gestalten und zu haben. Das heißt, wir sind erstmalig, nämlich, und das ist ja auch statistisch zu beobachten, seit den 80er Jahren geht das ein bisschen bergab, nicht mehr in der Lage, einen Mehrwert in bestimmten Schichten der Bevölkerung zu schaffen, sondern im besten Fall den Status quo zu halten und manchmal sogar ihn leider zu verschlechtern. Ja, also das wird dann im Alter dann schon schlagend, wenn du merkst, jetzt wirst du pflegebedürftig, da geht schnell mal der Großteil dessen, was du dir im Leben erwirtschaftet hast, weg. Also weiß ich nicht, was die für eine Zukunft haben und insofern wäre es zumindest fair, mit denen jetzt mal einen Dialog zu beginnen. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie deren Europabild tatsächlich ist. Ja. Vielleicht wird der junge Mensch fragen, Herr Krasnitzer, was ist für Sie Europa? Nämlich ganz konkret. Sie sind Österreicher, Sie leben in Deutschland, Sie sind ein erfolgreicher Schauspieler, spielen einen Tatortkommissar, sind Europäer. Aber was heißt das konkret? Für mich ist es nach wie vor auch ein Projekt, ein Wunsch,
den ich noch nicht erfüllt sehe. Also für mich konkret wäre wünschenswert, wenn wir tatsächlich es schaffen, in Europa eine gemeinsame Finanzpolitik zu haben, eine gemeinsame Verteidigungspolitik zu haben, eine gemeinsame Sozialpolitik zu haben, eine Steuerpolitik, die sozusagen in Europa vorherrscht, gemeinsame Standards. Und das dann, klingt nach Vereinigte Staaten von Europa. Wir können es Vereinigte Staaten von Europa nennen, wir können es aber auch nach dem Lissabon-Vertrag das Europa der Regionen nennen, wo eine gewisse autarke Gestaltungsmöglichkeit herrscht, ja, wo jeder dann auch noch nach seinen Möglichkeiten gestalten kann. Aber ich glaube, die Standards, dass man die mal schaffen, dass man endlich mal schafft, mit einer gemeinsamen Stimme in Europa zu sprechen. Also wenn wir uns auch die Konflikte in den letzten Jahren angeschaut haben, ja, ob das jetzt der arabische Frühling war, ob das der Irakkrieg war, ob das Afghanistan war, Syrien jetzt, IS oder auch Ukraine. Es gibt keine gemeinsame europäische Stimme. Wir haben nach wie vor Partikularinteressen, die sich mal stärker und mal schwächer in den Konflikt einschalten. Und nach wie vor reiben wir uns in der Interessenslage anderer Kontinente oder Länder auf, anstatt dass wir unsere Interessen verteidigen. Und das würde ich mir wünschen, dass das endlich gestaltet wird und dass das endlich umgesetzt wird. Und da bin ich ein starker Verfechter wirklich eines Europas, also der Regionen, oder wenn Sie so wollen, eines Vereinigten Staaten von Europa. Das wäre mein Traum. Weil wir eben wissen, dass Wirtschaftliches nicht anders funktioniert in dieser globalen Welt und in diesem Wettbewerb. Wir werden die Probleme nicht auf nationaler Ebene lösen können. Wir werden sie nur auf internationaler Ebene mit großen, starken Kräften lösen können. Und ich glaube, dass Europa im Grunde genommen mit den Möglichkeiten, die es hat und immer gehabt hat und auch immer bewiesen hat und auch wie die Welt auf uns schaut, wenn man jetzt mal so vermessen das sagt, durchaus die Möglichkeit hätte, eine Art Think Tank für diese Welt zu werden, ein Vorbild, eine Möglichkeit, dort Impulse zu geben, die eben nicht mehr in dieser imperialistischen Form, wie wir das vor 100 Jahren noch gemacht haben, aber ein Think Tank zu sein, ein Beispiel. Und das ist ja auch das, warum uns viele in der Welt beneiden, weil wir ja immer wieder bewiesen haben, Lösungen und Lösungen zu finden für größere Probleme. Europa als Kulturprojekt. Was kann man sich darunter vorstellen? Wie sehen Sie das? Das ist auch meiner Meinung nach eher noch so eine Zukunftsmusik. Wenn man Europa als Kulturprojekt sich betrachtet, dann habe ich immer das Gefühl, das beschränkt sich auf die Events der jeweiligen Kulturhauptstädte, wo wir das Übliche und das Gekannte und Erkannte oder das bereits Bestehende zelebrieren. Wir haben den Standard, wo wir sagen, und da noch ein Event und da noch ein Event. Aber mein Europa des Kulturprojekts, da reden wir von 440 Sprachen, wenn wir mal nur das geografische Europa nehmen. Dann nehmen wir Lebensgewohnheiten von Menschen, die komplett unterschiedlich sind. Jemand, der im Donaudelta lebt, lebt in einem anderen Standard, aber auch in einem anderen kulturellen, sozialen Gefüge. Vielleicht glücklich oder auch vielleicht, wir würden manchmal sagen, vielleicht auch arm. Ich weiß es nicht, wie man es bezeichnen kann. Es ist nur anders. Und diese Form, die besteht ja ohne dies, die gibt es in Europa. Die wirst du aber nicht mit wirtschaftlichen Parametern verändern können. Wir werden aus den Griechen nicht bessere Deutsche machen und auch nicht aus den Rumänen Hochleistungstechniker oder sonst irgendwas, sondern wir müssen schauen, was können die beitragen? Wo ist da der Dialog? Wir beherrschen, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich in jedem Management die Gepflogenheiten gegenüber einem chinesischen Geschäftspartner oder einem südamerikanischen Geschäftspartner. Aber was tun wir, wenn wir einen albanischen Geschäftspartner treffen? Wissen wir dann noch, was der für einen Code hat? Welchen Kulturcode hat er? Wir wissen es nicht, weil wir a priori davon ausgehen, dass es ein mitteleuropäischer Kulturcode ist. Also wir nehmen ihn einfach schon mal so als solches. Ja. Kennen sich die Europäer untereinander? Jean-Claude Juncker hat vor kurzem gesagt, das eigentliche Problem Europas ist, dass wir Ignoranten sind und dass wir
uns gegenseitig einfach viel zu wenig kennen. Das heißt, ich würde es erweitern. Ich würde jetzt sagen, wenn man vom heutigen Zeitpunkt ausgeht, gesättigte Ignoranten sind. Was heißt das? Das heißt, dass wir mit der Maschine, die wir gehabt haben, die erfolgreich war, irgendwie so übersättigt sind, dass uns eben das, was darüber hinausgeht, nicht mehr interessiert. Und sobald es dort Sand im Getriebe gibt, die ersten billigsten Reflexe haben, die uns zurückwerfen an den Beginn des letzten Jahrhunderts. Nämlich den Nationalismus oder der Separationsbewegungen oder der Abkoppelungsbewegungen. Das sind immer die ersten Reflexe. Und weil es einfacher ist, wenn ich die Türen zumache. Genau, Türen zumachen und irgendwie schottendicht und wir schaffen das schon, wir werden da schon durchgehen. Mögen die da unten sich die Köpfe einschlagen oder irgendwie zugrunde gehen. Wir werden es überleben und wir gehen in unserem inneren nationalen Bunker und dort werden wir die Klimakatastrophe überstehen und wir werden die Ressourcenkatastrophe überstehen. Das wird gut werden. Also, und das ist der erste Reflex. Ja. Funktioniert es wirklich? Nein. Was ist die Lösung? Transnationalität, ein vereinigtes Europa und ein anderes Bewusstsein. Wir müssen dieses Tool des Miteinandersprechens und des Wahrnehmens von unterschiedlichen, ich will jetzt nicht sagen unterschiedlichen Geschwindigkeiten, sondern unterschiedlichen Kulturen endlich wahrnehmen und daraus versuchen den Mehrwert. Und das ist ja auch ein Mehrwert. Das hat ja ein unglaubliches Potenzial. Ja? Und daran glaube ich sehr stark. Also diesen Austausch, das fände ich, ist in diesem Jahrhundert massiv angesagt. Insofern fände ich es total spannend, wenn wir das letzte Jahrhundert unter Berücksichtigung der beiden Katastrophen tatsächlich unter diesem großen Namen des Friedensprojekts laufen lassen. Aber dieses Jahrhundert wäre spannend, wenn wir unter dem Aspekt des Kulturprojekts laufen haben. Ja? Und das würde uns wahrscheinlich andere Türen öffnen, nochmal ein anderes Hinschauen. Ist das vielleicht die Antwort auf die Sinnkrise? Ist die Sinnkrise in Wirklichkeit nicht auch eine Identitätskrise und die Kultur könnte die Identität sein? Ich weiß nicht, ob die Kultur eine sein könnte, aber mit Sicherheit ist sie ein wesentlicher Beitrag dazu. Und was die Sinnkrise betrifft, da glaube ich, bedarf es eben einer Besinnung. Im Grunde genommen müssten wir in diesem Jahrhundert und gerade jetzt wieder etwas einläuten wie die Aufklärung. Eine neue Aufklärung, eine Renaissance, die durch Europa geht. Ja. Uns neu erfinden. Was muss sich aufklären? Was muss einstürzen und neu aufgebaut oder was muss bezweifelt und hinterfragt werden? Ich glaube, dass wir neu über europäische Werte diskutieren müssen. Wir müssen neue Formen von Demokratien finden, also auch von Beteiligungsformen, wo Menschen tatsächlich das Gefühl haben, dass sie Teil dieses Europas sind, dass sie es mitgestalten können. Und zwar nicht nur hier in diesem zentralen Motor, der sich irgendwie von Südschweden bis Norditalien zieht, der also so diese Kraft entwickelt, ja, sondern das muss auch gültig sein für jemand, der im Donaudelta lebt oder im Süden von Spanien oder in Portugal oder an der äußersten Ecke irgendwo an der Grenze zur Türkei, ja. Oder eben an der Grenze zu Moldawien oder zur Ukraine. Aber das bringt mich eigentlich wieder zur Frage zurück, was dieses Europa für mich ist und wie ich es erleben kann. Ich glaube, dass wir, also zum einen, wir erleben es ja, wir nehmen es ja wahr, wir tun es ja bereits. Ja, wir erleben es als eben als ein Projekt, das reguliert, weil Verordnungen aus Brüssel kommen, dass wenn man die Österreicher fragt, wie sind deine Erfahrungen, wie erlebst du Österreich, dann unterscheiden sich doch die sehr von denen von Herrn Krasnitzer, oder? Nein, würde ich nicht sagen. Nicht? Nein. Also ich fürchte, dass wenn wir jetzt gemeinsam in die Kärntner Straße gehen würden und die Leute um uns herum auch fragen, wie erlebst du Europa, dann würden wir wahrscheinlich trotzdem alleine dort stehen. Also was das politische Europa betrifft, ja, aber nicht das kulturelle. Was ist das kulturelle?
Die Vielfalt, eine unglaubliche Vielfalt. Wir nehmen das ja sozusagen im besten Fall in unseren Urlauben wahr. Und vielleicht ist es etwas, was wir, wo ich sage, wir müssen uns noch viel mehr öffnen. Es gibt so eine wunderbare Reihe vom Louise Wieser, der unabhängig davon, dass er mit seinem Verlag Europa Erlesen gegründet hat, einen traumhaften Beitrag über die Vielfalt osteuropäischer Literatur liefert und Einblicke in das Denken und in die Sprache dieser Menschen. Und er hat vor kurzem auf Dreisat eine Reihe begonnen, die also in diese kleinen europäischen Enklaven geht, wo Menschen auf ihre Art leben. Mhm. Und es ist so herzzerreißend warm, weil es so nahe ist, weil es dort zeigt, wie Menschen leben. Und das ist einfach. Und das ist nicht immer sozusagen der Hightech-Apparat und es ist nicht die industrialisierte Zone, sondern sie leben. Sie leben auf ihre Art, in ihrem Gebiet, mit ihrer Kultur. Und das ist das, was mich interessiert und was ich spannend finde. Die Art und Weise, wie bewältigen Menschen ihr Leben. Und ich glaube viel stärker daran, dass sozusagen die Interessenslage eines Griechen, der irgendwo auf einer Insel sitzt oder vielleicht jetzt irgendwo am Festland sitzt, mir viel näher ist, als ich das erahne. Und der wahrscheinlich ähnliche Probleme hat, wie ich sie habe oder wie wir sie haben. Oder vielleicht auch viele der Menschen, die wir in der Kärntnerstraße treffen würden. Wir zeichnen nur gerade ein anderes Bild von den Griechen. Nämlich als die, die uns gerade geschröpft haben. Oder die, die jetzt gerade irgendwo faul da unten rumsitzen, währenddessen wir für sie die Rechnung bezahlen. Ungeachtet dessen, dass wir ja im Grunde genommen die Rechnung für etwas anderes bezahlen, nämlich für unseren eigenen Wohlstand. Weil wir ihnen über Jahrzehnte etwas verkauft haben, wo wir gar nicht wissen, ob sie es überhaupt brauchen und ob sie es überhaupt wollen. Das heißt, wir haben uns mit dem nie auseinandergesetzt. Und das ist der Punkt, wo für mich dieses Europa des Kulturprojektes beginnt. Also dort beginnt dieses europäische Kulturprojekt. Mich damit auseinanderzusetzen, wie nahe sind mir die eigentlich? Und sie sind mir, glaube ich, sehr, sehr nahe, viel näher. Und wenn man den Namen ableitet, dann muss man sagen, das geht ja auch noch recht viel weiter. Das Fremde, was wir immer als das Fremde empfinden, ist meiner Meinung nach ja nicht immer die Gefahr, sondern es ist die Bereicherung. Erst über diese Form des Austausches findet es statt. Prometheus, der uns sozusagen das Licht, das Feuer und die Kraft und, gebracht hat, war ein Kaukasier. Er war kein sozusagen Grieche, er war ein Kaukasier. Ein Europa, Fremder. Genau. Europa war eine phönizische Prinzessin. Ja? Das heißt, vieles von dem, was wir hier haben, kommt aus einem ganz fremden Bereich. Und das ist für mich spannend, dieser Austausch. Ja, wirklich an den Punkt zu kommen, wo ich sage, es ist völlig unwichtig, woher du kommst. Es ist nur wichtig, was kannst du zu einer Gesellschaft beitragen. Und das kann in einer unglaublichen Vielfalt von Sprachen stattfinden. Nur den Luxus leisten wir uns gerade noch nicht. Wir vereinheitlichen das ein bisschen. Und das finde ich bedauerlich. Mhm. Aber das Kennenlernen des Anderen setzt das Interesse voraus. Haben die Menschen genügend Interesse, das Fremde kennenzulernen, dem Fremden zu begegnen und einen Dialog zu starten? Das haben sie dann, wenn sie keine Angst haben und wenn sie nicht täglich Angst bekommen oder Angst gemacht bekommen. Mhm. Wenn wir uns anschauen, was tagtäglich über uns hereinbricht, an Meldungen oder an Dingen, die uns bedrohen, dann tust du dir natürlich schwer, über sozusagen das Fremde offen zu empfangen. Das funktioniert nur in einem Raum, wo du tatsächlich die Probleme angehst und überwindest oder sie nicht quasi zu einem Bedrohungsszenario machst, damit du Leute klein machst und dass du ihnen sozusagen den Mut nimmst, den Mut auch für eine Zukunft, den Mut, dass es weitergeht, ja, und nicht, jetzt müssen wir den Gürtel enger schnallen, jetzt müssen wir da zusammenhalten, sondern da musst du eine Aufbruchstimmung erzeugen. Das machst du aber nicht mit täglicher Angstmache, sondern meiner Meinung nach nur über eine bestimmte Form der Gestaltung oder einem Gestaltungswillen. Das ist ein Aufbruch. Das wäre für mich sozusagen der entscheidende Punkt. Mhm. Und den sehe ich momentan politisch noch nicht. Also es ist die Hoffnung, dass die neue Kommission hat sich ja nun sehr viel vorgenommen, dass es dort tatsächlich in demokratischeren
Spielregeln funktioniert. Also der Fortschritt, dass wir erstmalig einen Kommissionspräsidenten wählen konnten, ja, ist ja nun schon mal eine unglaubliche, das hätten wir uns ja kaum erwartet, aber es ist etwas, was tatsächlich stattgefunden hat. Es ist tatsächlich Jean-Claude Juncker geworden, obwohl man das nie gedacht hätte. Mhm. Der nächste Schritt wäre natürlich für mich zu sagen, wann dürfen wir die Kommission wählen? Wann hat das Europäische Parlament tatsächlich die Vollmacht, Vorschläge oder Dinge, die aus der Kommission kommen, tatsächlich radikal abzuändern und zu sagen, nein, das findet nicht statt, da stimmen wir nicht zu, machen wir nicht, wir wollen was anderes. Also dort muss man Spielregeln einführen, dass wir tatsächlich das Gefühl oder dass viele Menschen in Europa wieder das Gefühl haben, sie können mitgestalten oder es wird für sie gestaltet und nicht nur, wie der Eindruck oft entsteht, für eine Minderheit von Gruppen in diesem Europa. Hat für Sie Europa eine greifbare Seele, ein Innenleben, das fern von dieser politischen Struktur und den ökonomischen? Ich meine, wir Österreicher sprechen immer von der österreichischen Seele. Damit beantworten Sie meiner Meinung nach schon die Frage. Es gibt viele Seelen. Also ich glaube, dass Europa nicht eine Seele hat, sondern dass das wirklich diese Buntheit ist, dass dieser offene Prozess, dieser multikulturelle Prozess ist. Und den gilt es zu betrachten. Und wenn man dann will, kann man darüber den Begriff der europäischen Seele stülpen. Ja? Mhm. Aber das ist meiner Meinung nach die große Herausforderung, diese Vielfalt einfach mal wahrzunehmen und auch ja, in dieser Vielfalt einen Austausch stattfinden zu lassen. Ob man das dann schon wieder als die europäische Seele benennen muss oder das europäische Kulturprojekt, ja, also quasi wieder in einen einengenden Begriff, das weiß ich nicht. Und da würde ich mich jetzt auch nicht so weit vorwagen, weil ich eigentlich ganz froh wäre, wenn wir mal diese Tür öffnen und nicht schon wieder einen Begriff finden, wo wir es dann quasi in eine zentralistische Formulierung bringen. Insofern glaube ich, dass es wirklich die Vielfalt ist, also das ganz bunte Durcheinander. Und wenn wir von österreichischer Seele reden, wovon reden wir dann? Ist es die Wiener Seele oder ist es die Tiroler oder ist es die Kärntner oder ist es die Salzburger oder die Vorarlberger? Wie viel unterscheidet uns in Österreich schon? Ja, hat ein Wiener mehr mit einem Vorarlberger zu tun oder unter Umständen jemand aus Tschechien oder an der Grenze zu Ungarn? Ja? Also wo beginnt diese Seele und wo hört sie auf? Und ich glaube, dass das, was wir unter österreichischer Seele bezeichnen, gar keine Grenze hat. Weil da haben wir so viele Einflüsse auch noch aus unserer Geschichte mit zu verwalten, ja? Die da Einflüsse und mitgewirkt haben an dieser Seele. Dass ich nicht sagen könnte, wie man diese österreichische Seele jetzt quasi auf einen kleinen Punkt bringt. Weil da reden wir von jüdischer Seele, wir reden von orientalischer Seele, wir reden von osteuropäischer Seele, ja, die alle da mit drin sind. Und das jetzt nur in diesem kleinen Begriff der österreichischen Seele zu sagen, ja, das ist jetzt die österreichische Seele, ich könnte diesen Begriff nicht benennen. Aber das heißt dann auch, dass europäische Identität eigentlich Vielfalt bedeutet und hat es dann eine Einheit? Noch nicht. Was heißt das? Es hat noch keine Einheit. Es gibt sozusagen diese Generation von Menschen, die diese Form leben werden, die völlig wertfrei, die nicht die Begrenzung hat zu sagen, ich bin eine albanische Seele und du bist eine österreichische Seele, die beginnt sozusagen von einer europäischen Seele zu reden. Diese Generation, die steht vor uns. Das ist die, die in diesem 21. Jahrhundert wesentliche Gestaltungsräume übernehmen wird. Wir müssen sie, glaube ich, nur endlich zulassen und wir müssen mit ihnen in einen tiefen Dialog gehen und zu schauen, was sind ihre Wünsche und Sehnsüchte, weil ich glaube, dass wir null Ahnung davon haben. Wünsche und Sehnsüchte? Was sind Ihre Wünsche und Sehnsüchte? Meine Wünsche und Sehnsüchte an Europa, und da wiederhole ich mich zu einem bestimmten Teil wahrscheinlich jetzt, sind tatsächlich nationale Gefüge abzubauen, in ein Europa der Regionen zu gehen, in diesen Regionen aber eine größtmögliche Gestaltungsfreiraum zu haben und die zentralen Themen, die uns sozusagen global beschäftigen,
in einem gemeinsamen Europa oder in einem zentralen, in einer zentralen Form zu gestalten, also wie Forschung. Ja? Forschung ist etwas, was ich für enorm wichtig halte und ich fände es total spannend, wenn wir über Europa verschiedenste Cluster hätten, die sich mit Forschung in verschiedensten Bereichen auseinandersetzen, die aber gleichzeitig dazu verpflichtet sind, ihre Ergebnisse immer wieder untereinander, egal wo sie sitzen. Ja, es gibt ein Projekt, das ist CERN, da arbeiten wir alle gemeinsam. Aber viele Projekte handeln wir nach wie vor auf nationaler Ebene ab. Und das wäre etwas, wo ich sehr gespannt und sehr glücklich wäre, wenn das umgesetzt wird. Oder europäische Kulturprojekte. Ja, was ist das? Es kann nicht nur ein europäischer Filmpreis sein, wo man sagt, okay, jetzt machen wir einen europäischen Filmpreis und wählen jedes Jahr den besten europäischen Film. Ist gut, ist wichtig. Aber es gibt hier aus österreichischer Sicht zum Beispiel die Möglichkeit, einen regional-europäischen Filmtopf zu machen. Das wäre eine spannende und lustige Aufgabe, weil das würde bedeuten, wir würden uns mal mit unseren Nachbarn und mit der Geschichte unserer Nachbarn auseinandersetzen, auch filmisch. Und da gibt es viele Anknüpfungspunkte. Also Sie können jetzt kurz Kulturkommissar Europas sein. Nein. Wie wären Ihre Kulturprojekte? Meine Kulturprojekte wären in erster Linie dezentral. Ich würde so Projekte, wie sie Loise Wieser macht, mit voller Kraft unterstützen. Ich würde mir überlegen, ob ich die europäische Kulturhauptstadt in der Art und Weise weiterführe, wie sie derzeit gemacht wird. Ja. Ich würde mir wünschen, dass diese Kulturhauptstädte eine größere Nachhaltigkeit haben, also dass sie nicht nur für ein Jahr zu einer großen Eventstätte werden und danach abklingen, sondern dass das ein bisschen mehr zu einem weiterführenden Projekt wird. Ich würde wahrscheinlich über ganz Europa jeweils regionalspezifische Filmtöpfe aufmachen, um diese Geschichten zu erzählen. Ich würde die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten in Europa dazu verpflichten, was ja eigentlich ihr Auftrag ist, viel mehr europäische Filme zu senden. Was wär der Grund dafür? Der Grund? Ja, ich meine, der Sinn jetzt. Der Sinn wäre, dass man sozusagen Geschichten vom anderen hört. Mhm. Storytelling ist einer der ganz wesentlichen Dinge. Mhm. Geschichten erzählen über Menschen, die mir bis jetzt noch manchmal fremd sind. Aber über diesen Weg sie kennenzulernen. Mhm. Ja. Genauso das Erlesen, Menschen erlesen. Und das finde ich, ist deswegen Loise Wieser ein so fantastisches Projekt. Mhm. Nachdem ich Sie kurz zum Kommissar gemacht habe, möchte ich unser Gespräch ein bisschen öffnen und auch sozusagen Anregungen, Fragen des Publikums berücksichtigen. Da kommt eine konkrete Frage. Haben Sie persönlich Kontakt zu EU-Politikern, Parlamentariern oder eigene Eindrücke von der politischen Arbeit in Brüssel? Ja, ich habe, ich habe mir gedacht, ich kann nicht immer über Europa mich ärgern oder manchmal auch glücklich sein, aber ich muss einfach mal nach Brüssel fahren. Ich muss mir selbst ein Bild machen von diesem Parlament und habe dann einen Europaparlamentarier angerufen und habe gesagt, ich möchte mir das Parlament anschauen und ich möchte mir eure Arbeit anschauen. Mhm. Habe mich mit dem getroffen und der hat mich dann durch das Europäische Parlament geführt, was sehr beeindruckend war, aber zum Teil auch erschreckend, weil man da überall diese riesigen Kisten sieht, die vor den Büroräumen stehen. Das sind so 1 Meter, also 2 Meter mal 50 Zentimeter breite Stahlcontainer, die dazu dienen, weil das Europäische Parlament ja, glaube ich, ein oder zweimal im Monat turnusmäßig immer nach Straßburg übersiedeln muss. Und dann alle Akten in diese Container kommen und dann eben das Ganze nach Straßburg verlagert wird. Ja. Und darüber habe ich mir ein Bild gemacht und das ist auch jemand, den ich regelmäßig anrufe, wenn ich sage, das verstehe ich nicht, das musst du mir erklären oder was passiert da gerade, warum passiert es, wie es passiert und warum ändert ihr es nicht oder warum macht ihr das nicht in diese oder jene Richtung. Und da habe ich einen regelmäßigen Kontakt und da wird viel diskutiert und das finde ich sehr spannend. Fühlen Sie sich gut vertreten in Europa?
meine, Sie sind ja durchaus ein Mensch, der auch sehr aktiv seine Stimme erhebt und sich auch engagiert und bei Projekten mitarbeitet. Nein, ich fühle mich nach wie vor nicht wirklich optimal vertreten, weil ich weiß, wo die Grenzen des Europäischen Parlaments sind. Und ich würde mir wünschen, dass das ein stärkeres Instrument ist. Das ist ein von uns entsandter, das sind von uns entsandte, gewählte Repräsentanten. Und ich finde, die sollten tatsächlich die Möglichkeit haben, Entscheidungen in diesem Europa stärker mit zu beeinflussen oder stärker überhaupt zu gestalten. Und das geht mir nach wie vor zu langsam und insofern fühle ich mich nicht wirklich optimal vertreten. Ich darf hier ein Statement einbringen. Es ist so wohltuend, dass sich Künstler des Themas Europas so konstruktiv annehmen. Ein Dank aus einem Herrn im Publikum. Glauben Sie nicht, dass Politiker noch den Nationenbegriff missbrauchen, um Glauben zu machen, Nationen sind notwendig, um die Kulturvielfalt zu erhalten? Das wird konkret meines Erachtens zu wenig gesehen. Das ist ein ganz spannender Ansatz, weil wenn wir den Kulturbegriff derzeit in Europa betrachten, dann wird er ja nicht sozusagen von den Kräften der Mitte, also denen, die wir im Großen und Ganzen, ob wir jetzt ein bisschen weiter nach links stehen oder ein bisschen in der konservativen Ecke stehen, das tut sich ja nichts mehr, aber nennen wir sie die Kräfte der Ratio oder der Vernunft, nicht von denen vertreten, sondern im Wesentlichen von den Randkräften, also von den populistischen Kräften. Die pochen plötzlich in Europa oder im Europäischen Parlament auf die kulturelle Freiheit und auf ihr kulturelles sozusagen Bewusstsein. Ob das jetzt die Franzosen sind oder auch die österreichischen Populisten sind, sie gehen mit diesem Kulturbegriff hausieren. Und das halte ich für äußerst gefährlich, dass wir den Kulturbegriff nur denen überlassen und sozusagen nicht aus den vernünftigen Kräften Europas, aus denen heraus sozusagen etwas gestalten und dort einen Kulturbegriff prägen, der natürlich dann im weitesten Sinne, dort schließe ich das und da widerspreche ich mir vielleicht, natürlich europäisch in seiner Vielfalt sein kann. Aber ich würde ihn ungern nur denen überlassen, die damit nichts anderes meinen als wieder eine Renationalisierung und wieder Rückzug auf Kleinstfelder und Rückzug sozusagen auf Partikularinteressen. Das fände ich katastrophal. Welches Korrektiv kann es geben, um das eben zu verhindern oder dem entgegenzuwirken? Das Korrektiv ist meiner Meinung nach, sich so stark wie möglich unsere Politiker dazu zu zwingen, europäische Politik zu machen, uns nicht sozusagen immer für blöd zu verkaufen. Ja, wir haben ja nun gerade heute wieder so einen Akt erlebt. Ja, da geht es um Klimaschutzstandards, ja, die auf der europäischen Ebene wesentlich höher sind, als wir sie zum Teil auf österreichischer Ebene einlösen. Jetzt ist es schon verständlich, dass wir auch mit unserer Industrie manchmal Probleme haben und Standortprobleme haben und schauen wollen, dass wir die nicht zu sehr, zu schnell belasten, weil wir dadurch sozusagen in ein Hintertreffen, was die Konkurrenzfähigkeit betrifft. Aber zu glauben, dass wir damit die Klimaproblematik lösen, ist doch widersinnig. Zu glauben, dass es in diesem Land sinnvoll ist, jetzt zu drohen und zu sagen, naja, bei uns ist es so viel zu teuer, der Standort ist zu teuer, weil wir müssen viel zu viel für den Klimaschutz machen, wir müssen viel zu viel Steuern zahlen und. Zu glauben, dass wenn man dann nach Amerika abwandert oder in sonst irgendeinen Staat abwandert, dass das besser wird, ist doch ein Humbug. Und eigentlich wäre es ja gefragt zu sagen, wie können wir denn gemeinsam mit der Industrie genau in diese Richtung arbeiten und daraus innovative Produkte bauen und liefern, die in diesem Jahrhundert maßgeblich gefragt werden, ja, und mit Sicherheit notwendig sind. Also diese Innovationen in diesem Bereich finde ich ganz wichtig. Und ich glaube, das kann nur gelingen, wenn wir unsere Politiker wesentlich stärker auch fordern, diese Dinge zu tun. Und da gibt es viele zivilgesellschaftliche Aktivitäten, ja, die wir auch in Österreich feststellen. Und wenn die sich verbünden würden und die sich verbündeln würden, dann hätte man schon eine stärkere Zivilgesellschaft, die das einfordert. Und ich glaube, das liegt auch an uns. Also wir werden
nicht nur zuschauen können, wie die das in den Sand setzen, sondern wir müssen schon auch unsere Rechte einfordern, und das kann man in Form von Wahlen, man kann es auch in Form manchmal eines Protestbriefes oder einer Petition oder den vielen unzähligen aus in allen Richtungen sehr wohltuenden Initiativen, die es derzeit in Österreich gibt, die durchaus über diesen Tellerrand hinausschauen. Wenn wir über den Tellerrand hinaus sehen, zum Beispiel nach Ungarn, uns ja sehr nahe, und die Vielfalt zeigt sich da halt auch in einer ganz eigenen Weise. Es gibt dazu eine Frage. Herr Krasnitzer, Sie als bekannter Schauspieler, würden Sie in einem nationalistisch geführten EU-Staat wie Ungarn, heißt es hier, auch einen Film drehen? Wäre der Brykott sozusagen die Lösung, dagegen zu rebellieren? Oder wie würden Sie... Ich finde das eine spannende Frage, weil ich glaube, dass wir mit dem Boykott, das ist so eine scheinheilige Lösung, habe ich oft das Gefühl. Man hat oft den Eindruck, man zeigt zwar kurzfristig eine Haltung, aber wir sehen ja, wie weit uns das zum Beispiel auch in der Ukraine-Frage bringt. Oder nehmen wir das Beispiel Kasachstan, wo wir auf der einen Seite wissen, das wäre ein Markt für uns, ja, der rein geografisch ja zumindest mit dem westlichsten Zipfel Kasachstans noch auf der europäischen Scholle hängt. Ja. Und auf der anderen Seite boykottieren wir das. Und ich glaube aber, dass letztendlich nur der Dialog und der intensive Dialog dazu führt, dass wir Veränderung stattfinden. Also der Boykott verändert nichts, sondern wir sehen das ja nun jetzt in der Ukraine-Krise, dass er im Grunde genommen nur verschärft. Und dann ist immer die Frage, zu wessen Gunsten ist diese Verschärfung? Welche Interessenslage liegt da dahinter? Ich bin nicht in der Situation, insofern ist die Frage ein bisschen hypothetisch, ob ich in Ungarn einen Film drehe. Aber wahrscheinlich würde ich es tun. Und wahrscheinlich würde ich mich dort auch mit Menschen treffen, die in der Opposition sind. Und ich würde mit denen diskutieren. Und ich würde nicht scheuen, meine Meinung zu sagen. Und man muss sich ja das mit Ungarn auch nochmal genauer anschauen. Warum kommt es dort zu einer sozusagen Radikalisierung oder auch zu einem zu dieser Form, die da gerade herrscht? Das ist mit Sicherheit auch ein Ergebnis einer Osterweiterung, die eben nur unter diesem wirtschaftlichen Aspekt geführt wurde. Wir sind dorthin gegangen und haben einen regelrechten Wanderzirkus der europäischen Industrie betrieben. Ja, wir haben gesagt, super, jetzt haben wir einen billigen Standort, jetzt können wir dort noch günstiger erzeugen, weil die Lohnkosten natürlich dementsprechend günstig sind. Und infrastrukturell ist es auch noch günstig, weil wir durch die günstigen Lohnkosten dort diesen Markt erschließen und erobern können. Und eine EU-Förderung gibt es auch noch. Und eine Standortförderung gibt es auch noch, weil der Staat sagt, gut, ihr seid eingeladen, dafür erlassen wir euch eine Steuer. Das ist im Übrigen das, was wir nach wie vor als Problem haben in Europa. Aber das klingt eigentlich auch noch sehr einer Unterschiedlichkeit, nämlich so den Europäer erster Klasse und den Europäer zweiter Klasse und die sich vielleicht dann noch da anstellen. Das ist es de facto ja auch, ja, glaube ich schon. Und wir haben ja dann auch gesehen, was mit Ungarn, wie schnell das gegangen ist, wie schnell sich Nokia und Siemens und wie sie alle heißen, ja, ich will da jetzt gar nicht so sehr in die Namen gehen, ja, quasi aus ihrer wirtschaftlichen Sicht heraus durchaus verständlich, ja, gesagt haben, na, das wird uns jetzt wieder zu teuer, jetzt gehen wir weiter und Rumänien ist als nächster dran und als nächster ist Bulgarien dran und dann schauen wir, wie wir uns über diese einzelnen Länder hinweg retten und dann quasi immer einen gewissen Standortvorteil gegenüber einer globalisierten Welt haben, weil wir jetzt auch günstig erzeugen können. Und da fällt mir noch eine lustige Geschichte ein, die währenddessen wir in Peking waren, als Meldung in Peking noch rüber gesiebt ist, als einzige, die ich noch wahrgenommen habe, die kam nämlich aus Taiwan. Dass Taiwan
kundgetan hat, dass sie jetzt ca. 30 große Firmen aus Indien abziehen, weil die Lohnkosten in China zu teuer werden. Das heißt, wir sehen jetzt bereits dort eine Bewegung, wo du sagst, ah super, was ist denn jetzt los? Jetzt gehen die aus Taiwan wieder zurück und was macht die taiwanesische Regierung als erstes? Die sagt, wunderbar, jetzt können wir Taiwan wieder reindustrialisieren. Wir bieten euch an, günstige Steuersätze, wir bieten euch an hochqualifizierte Kräfte, wir bieten euch an niedrige Standard in Umwelttechnologie und. Wir bieten euch alles, was ihr nur kennt, kommt wieder zurück. Ja? Also auch hier sehen wir, wie dieses Spiel funktioniert und selbst China, wo wir immer dachten, die wird das nicht so schnell ereilen, ereilt es mittlerweile und das wird schneller gehen, als wir denken, dass dort gewisse Standards eingeführt werden müssen. Ja? Weil sie es sonst wahrscheinlich gar nicht schaffen. Also, ich glaube, dass, um auf die Frage, auf die Detailfrage zurückzukommen, ja, ich würde dort einen Film drehen und ja, wenn man mich fragt, würde ich dazu Stellung nehmen und ich würde mich mit dem auseinandersetzen. Und es ist wiederum eine kulturelle Frage. Wie fällt mir gerade ein oder auf, eigentlich viele der Konflikte, die wir im 21. Jahrhundert jetzt haben, eigentlich kulturelle Konflikte sind. Der Ukraine-Konflikt ist eigentlich ein kultureller Konflikt. Denn als erste Maßnahme wird gesetzt, die russische Sprache zu verbieten. Mhm. Und das ist sozusagen etwas, was schon erstaunlich ist. Insofern ist dieses Europa als Kulturprojekt schon eine richtige Antwort auf das Europa des Friedensprozesses. Oder das ergänzt sich meiner Meinung nach sehr, sehr gut und ist auch sehr wichtig. Nationaler Nationalismus auf der einen Seite, religiöser Fanatismus auf der anderen. Hier eine Frage aus dem Publikum. Religiöser Fanatismus will Europa beherrschen. Wie soll man reagieren, wenn Toleranz einseitig bleibt und als Schwäche ausgelegt wird? Ich glaube, was wir jetzt gerade sozusagen mit der Radikalisierung in dem Bereich IS erleben, ist insofern eine spannende Frage, weil ich immer das Gefühl habe, das wäre eine unglaubliche Chance in Europa, aus europäischer Sicht heraus eine Reformbewegung in den Islam zu tragen. Ich glaube, dass viele Islamisten in Europa mit IS gar nichts am Hut haben und dass das mit dem Islam überhaupt nichts zu tun hat und dass eine so wunderbare Gelegenheit wäre, mit diesen islamistischen Mitbürgern in einen Dialog zu treten und das, was wir in unserer kirchlichen Tradition und auch in der Auseinandersetzung mit in unserer Kirche hatten, ja, dass wir das im Grunde genommen auch als Prozess im Islam anbieten, einen reformierten Islam. Und diesen Dialog, der wäre hochspannend. Also das wäre etwas, was ich eine spannende und lohnende Aufgabe finde, die Reform dieser Religion aus europäischer Sicht mit den hier lebenden Menschen, die dieser Religion angehören und die aber diese Form, diese kulturelle Form des Zusammenlebens in Europa genießen. Das fände ich eine spannende Geschichte. Und ich glaube, der einzige Weg dazu ist eine hohe Form der Toleranz, auch gegenüber diesen Menschen, die anderer Religion sind, und eine starke Dialogfähigkeit. Im Übrigen, die Diskussion, die da gerade in Europa stattfindet, was machen wir mit den Jungen, wenn sie zurückkommen? Sperren wir sie ein? Sind sie Terroristen? Sind sie nicht Terroristen? Als was bezeichnen wir sie? Oder so rigoros, wie das jetzt in Großbritannien stattfindet. Also, dass man sagt, jeder, der dorthin geht, ist a priori ein Terrorist, ein Killer und ein Staatsfeind von Großbritannien. Da muss ich ehrlich sagen, da lobe ich mir das Projekt aus Dänemark, die zunächst mal angefangen haben, mit diesen Familien, wo die Jungen weggegangen sind, einen Dialog zu finden und denen die Möglichkeit geben, mit ihren
nach Syrien und nach in den Irak abgehauenen Jungen einen Skype-Kontakt herzustellen, einen Dialog zu beginnen und sie auf diese Art und Weise wieder einzuladen, was anderes. Oder ein anderes Beispiel, zwei Jugendliche, die bei IS waren und zurückgekommen sind nach Frankreich. Dann hätten sie in Paris landen sollen, sind aber nicht in Paris gelandet, sondern versehentlich in Marseille. Dort haben sie die Behörden nicht erwischt. Mhm. Und sie sind zunächst mal untergetaucht und haben sich dann mit ihren Anwälten in Verbindung gesetzt. Und die haben gesagt, Jungs, stellt euch. Und das haben die auch getan. Das heißt, es beginnt ein Dialog zu denen. Das sind im Grunde genommen Menschen im Alter zwischen 16 und 25 Jahre. Und mich würde schon interessieren, was verleitet jemanden, so blitzschnell sich so zu fanatisieren zu lassen? Warum passiert das? Und sperre ich den jetzt a priori mal für die nächsten 200 Jahre in den Knast, was zu nichts anderes bedeutet, als wie ich habe einen Märtyrer geschaffen, oder schaffe ich mit dem einen Dialog? Das kann durchaus sozusagen in einer anderen Form, also in einer Form stattfinden, wo man sagt, naja, einen gewissen katharsischen Effekt wirst du durchlaufen müssen, aber nicht dein Leben lang. Wir wollen mit dir einen Dialog, wir wollen wissen, was da passiert ist. Und das ist gleichzeitig meiner Meinung nach eine ganz große Chance oder auch vielleicht so ein Traum zu sagen, was wir in der Auseinandersetzung mit der katholischen und der protestantischen Kirche geschafft haben, ja, einen neuen Geist entstehen zu lassen und ein etwas anderes zu prägen, wäre doch auch spannend in dem islamischen Anteil unter unseren Mitbewohnern, unseren europäischen Mitbewohnern, so einen Diskurs zu beginnen, anstatt dass wir sie in die Radikalität treiben. Im Übrigen ist ja auch unsere Religion ein orientalischer Ursprung. Also das ist nicht so weit weg, wie wir immer tun. Mhm. Ja, auch wir kommen, was das betrifft, aus dieser Ecke. Ja, das Selbstverständnis, jetzt noch einmal zurück zu dem Kulturellen, zu dieser Identität. Um Menschen für Europa zu begeistern, Sie sind ein überzeugter Europäer, davon konnten wir uns jetzt überzeugen. Wie kann man andere Menschen, unsere Mitbürger, jung und alt, von dieser Leidenschaft mehr anstecken? Ich fange mal bei den Alten an, weil es da vielleicht leichter ist. Und da meine ich durchaus mich auch als Alten. Ich glaube, wir müssen den Menschen, die dieses Projekt mitverfolgt haben und dies erlebt haben und die wissen, woher es kommt, denen müssen wir wieder die Sicherheit geben, dass sie die gestaltenden Kräfte sind und dass sie auch die gemeinten Kräfte sind. Also, dass wir dieses Projekt gemacht haben, damit wir gemeinsam in Frieden und Wohlstand leben können und nicht, dass wir hier eine Form von quasi Wirtschaftsinteressen verfolgen, die uns allen nicht mehr gut geht. Also der Satz, geht es der Wirtschaft gut, geht es den Menschen gut, den gilt es einfach gut zu diskutieren und zu hinterfragen. Und ob wir nicht wieder an einen Punkt kommen müssen, geht es den Menschen gut, geht es der Wirtschaft gut. Also wo wir den einfach mal umdrehen und schauen, welche Werte und welche Lebensqualitäten brauchen wir. Und dort würde ich beginnen bei den Alten, also ihnen eine Sicherheit geben, dass dieser Prozess in Europa nach wie vor gewährleistet ist, weil das haben wir in den Nachkriegsjahren mit der sozialen Marktwirtschaft verankert. Wir haben nur sozusagen die Eckdaten verloren und beginnen auf anderen Ebenen diese Standards runterzuschrauben. Und davor würde ich massiv warnen und zuerst mal denen wieder die Sicherheit geben, dass da eine Zukunft gibt. Und bei den Jungen, ich würde Bilder schaffen, Bilder der Identifikation, und ich glaube, die haben sie nicht. Die können sich unter dem Begriff Europa überhaupt nichts vorstellen. Das ist ein absolut abstraktes Dorf. Und ein Freund hat mir etwas ganz Witziges erzählt, der ist vor kurzem mit seinem 13-, 14-jährigen Sohn ins Burgtheater gegangen und hat sich die Zeitzeugen angehört. Und der Junge ist hingegangen mit seinem Kapuzenpullover und seinem großen weißen Snickers, um quasi seine ablehnende Haltung gegenüber diesem ehrfürchtigen Haus zu zeigen und zu sagen, ich habe mit euch nichts am Hut, das interessiert mich nicht, das ist nicht meine Kultur. Hat am Anfang noch mit seinem Handy gespielt und hat es dann doch aus irgendeinem Respektreflex heraus weggesteckt und saß dann
2,5 Stunden klammernd diesen Zeitzeugen zuhörend und war so fasziniert, wie er ihn noch nie gesehen hat vor einem Bildschirm und war plötzlich berührt. Trotzdem hat er am Ende dieser Veranstaltung zwar gewusst, was ist Faschismus, aber er hat es nicht in einen Kontext zu Europa gebracht. Und diesen Kontext müssen wir herstellen. Europa in seiner politischen Form existiert, weil es in Europa eine Katastrophe gegeben hat, weil etwas passiert ist, was jenseits aller Menschlichkeit passiert ist. Wir können uns darüber, wir sind da, mit diesem Code sind wir aufgewachsen, das wissen wir. Die wissen es nicht mehr. Und den müssen wir ihnen wieder nahe bringen in einem gewissen Sinn. Oder wir müssen ihnen zumindest die Möglichkeit geben, ihn nachvollziehbar machen. Und das, was wir gerade in unserem ökonomischen Bereich erleben, ist im Grunde genommen nicht ungefährlich eine Form der Vorbereitung dessen, wo das wieder passieren kann. Also der Ruf nach nie wieder muss stärker denn je sein, denn die Zeichen bzw. die Mechanismen, wie wir ökonomische Instabilität schaffen, Menschen, die keine Zukunft mehr haben, Menschen, die keine Perspektive mehr haben, die treiben wir relativ schnell in sozusagen radikalisierte Formen und dagegen ist IS, sage ich jetzt mal, ein leiser Vorbote von dem, was uns da noch bevorstehen kann. Gehen wir nicht in einen intensiven Dialog mit diesen, mit dieser Generation, die dieses Jahrhundert gestalten und erleben wird? Unser Dialog hier auf dem Podium, in diesem Raum, der muss sich fortsetzen. Herr Krasnitzer, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke. Wir kriegen draußen ein Gläschen Wein oder etwas anderes zu trinken. Und das soll Sie einladen, nicht sofort wegzulaufen, sondern eben in Dialog zu treten und miteinander sich zu begegnen, sich füreinander zu interessieren und über Europa zu reden. Und genau, wenn Sie noch ein bisschen bei uns bleiben, genau das wollen wir jetzt noch anknüpfen. Ich habe noch eine Frage. Ja. Gibt es denn jetzt einen europäischen oder einen österreichischen Wein? Das werden wir jetzt herausfinden. Aber ich... Das würde mich jetzt interessieren. Wir also werden so viel zur Identität. Ja. Ich habe ja keine Filme als Winzer gemacht. Ja. Ja. Also ich hoffe, also, es ist ein österreichischer. Das hoffe ich auch. Wir werden es herausfinden. Vielen, vielen Dank Ihnen fürs Kommen. Sagen Sie es weiter, unsere Gespräche gehen weiter. Wir sind im Dialog mit Künstlern, reden über Europa. Ich danke Ihnen fürs Kommen und lassen Sie uns jetzt noch weiterreden. Herr Krasnitzer, vielen, vielen Dank. Ich sage danke.